Die Taschenlampengeschichten werden präsentiert von Hugendubel in der Petersstraße. Hugendubel, die Welt der Bücher. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Kinder, liebe Mamis, liebe Papis. Und heute die Geschichte von der spukenden Prinzessin. Prinzessin Clara lag in ihrem Himmelbett und starrte in die Dunkelheit. Sie hatte hunderte von Schäfchen gezählt, sich sämtliche Schlaflieder vorgesungen und das Kopfkissen tausendmal in die richtige Form geboxt. Trotzdem war sie immer noch wach, hellwach sogar, wie jede Nacht. Na gut, dachte sie schließlich, wenn ich nicht schlafen kann, hilft nur, nicht zu schlafen. Sie schlug die Bettdecke zurück und schlich sich auf seidenen Pantoffeln aus ihrer Kammer hinaus. Über eine gewundene Treppe stieg sie ins Turmzimmer hinauf, wo sich die Bibliothek befand. Sie hatte beschlossen, ein wenig bei Kerzenschein zu lesen. Als sie die schwere Holztür öffnete, blieb sie vor Schreck auf der Schwelle stehen. Denn mitten im Raum stand ein Gespenst. Es war sehr blass, hatte tiefe Ringe unter den Augen und gähnte. Prinzessin Clara riss sich zusammen. »Kannst du auch nicht schlafen?« fragte sie freundlich. »Ich und nicht schlafen können?« Das Gespenst lachte kurz auf. »Du machst wohl Witze. Ich könnte vor Müdigkeit umfallen. Wenn du jede Nacht aufstehen und spuken müsstest, wird es dir genauso gehen.« »Wohl kaum«, sagte Prinzessin Clara und setzte sich auf eine Truhe. »Ich kriege nachts nämlich kein Auge zu. Das ist auch kein Wunder, wenn man bedenkt, dass ich tagsüber immer nur still sitzen und sticken darf. Zu irgendwelchen Handarbeiten komme ich überhaupt nicht mehr«, jammerte das Gespenst. »Dabei müsste ich dringend mein Gewand ausbessern.« Dann gähnte es wieder. Es war wirklich sehr müde, ganz im Gegensatz zur Prinzessin, deren Augen abenteuerlustig blitzten. »Das bringt mich auf eine Idee«, sagte sie. »Was hältst du davon, wenn du dich nachts mal so richtig ausschlafen könntest?« »Und wer soll dann für mich spuken gehen?«, fragte das Gespenst. »Na, ich natürlich«, antwortete die Prinzessin. »Vergiss es«, entgegnete das Gespenst. »Du siehst ja kein bisschen geisterhaft aus.« Clara antwortete nicht. Stattdessen zog sie sich eine weiße Tischdecke über den Kopf, breitete die Arme aus und rief »Buhu!« »Gar nicht übel«, sagte das Gespenst. »Mach es noch einmal und ein bisschen lauter, bitte.« »Buhu!« rief die Prinzessin und tanzte dabei durch den Raum. Das überzeugte das Gespenst und es zog sich zum Schlafen in seine Gespenstertruhe zurück. Prinzessin Clara aber lief in jeden Winkel der Burg und spukte nach Herzenslust. Sie schreckte die Wachleute auf, die auf dem Wehrgang eingenickt waren und schnarchten. Sie vertrieb die Mäuse aus der Vorratskammer und ertappte ihren kleinen Bruder dabei, wie er in der Burgküche am Marmeladentopf naschte. Sie lief treppauf und treppab und machte schauerliche Geräusche. Das tat sie so lange, bis sie endlich müde wurde. Dann legte sie sich in ihr Bett und schlief sofort ein. Als das Gespenst sich in der nächsten Nacht bei ihr bedanken wollte, wachte die Prinzessin Clara nicht einmal auf. Aber wenn sie wieder einmal von Schlaflosigkeit geplagt wurde, ging sie in das Turmzimmer und sprang für das Gespenst ein. Und so holte das Gespenst nach und nach seinen Schlaf nach, besserte in aller Ruhe sein Gewand aus und wurde nachts wieder munterer, während die Prinzessin fortan wunderbar einschlafen konnte. Und jetzt schlaft ihr auch ganz schnell ein und ich sage euch gute Nacht.
Die Taschenlampengeschichten werden präsentiert von Hugendubel in der Petersstraße. Hugendubel, die Welt der Bücher.